Hey ho meine Lieben, heute mache ich mir das wieder ganz einfach, ohne großen Aufriss mache ich mir was Leckeres zum Essen. Hier drin sind sie, relativ klein, aber kalt, Flanksteak, ja, vom Elektrogrill. Gesehen beim Metzger in der Metzgerabteilung, beim V-Markt mitgenommen und ja, die machen wir jetzt ganz einfach. Auf dem Grill, ohne Würzen, ohne alles, gewürzt wird hinterher, Salz, Pfeffer, Pfeffermischung und dazu ein paar Pommes in der Heißluftfritte und fertig ist mein Samstagsessen. Genau, mehr werde ich heute wahrscheinlich gar nicht zu mir nehmen, reicht mir, fertig, passt. Ich hatte im vorletzte Video, hatte ich ja was gesagt, wo für mich persönlich Grillen anfängt oder was ist für mich persönlich Grillen. Ja Leute, und das ist nun mal auf dem Rost. Das ist meine persönliche Meinung und die sollte jeder akzeptieren. Und nur zur Info, ich habe niemals gesagt, dass eine Feuerplatte scheiße ist oder sonst irgendwas. Eine Feuerplatte ist absolut geil, aber Feuerplatte ist eine eigene Kategorie für sich und hat für mich persönlich nichts mit dem ursprünglichen Grillen auf dem Grillrost zu tun. Mehr wollte ich dazu nicht ausdrücken. So, das habe ich jetzt nochmal gesagt und jetzt gehen wir rüber in meine kleine, aber feine Küche. Und heute ist es wieder sehr eng. Tja Freunde, hier drüben habe ich den Heißluftgrill stehen. Da habe ich hier schon ein paar Pommes rein. Die mache ich mir ganz einfach dazu. Ein bisschen Ketchup und Mayo drüber, gut ist. Grillpfeffer von Klaus, ein bisschen Salz für das Flank nachher. Fertig. Und jetzt schauen wir uns mal unsere Kalbs-Flanksteaks an. Da habe ich schon in der Metzgerei gesagt, oh sind die aber süß. Und das sind wirklich bloß kleine Lappen. Sehr kleine Lappen. Deswegen habe ich mir zwei Stück von denen organisiert, mitgenommen. Ja, hätten sie sie ganz gelassen, wären sie wahrscheinlich so lang gewesen. Aber naja, gut. Dann würde ich mal sagen, Heißluftfritte einschalten und Grill einschalten. Oder erst Grill einschalten und dann die Heißluftfritte. Schauen wir mal. Auf geht's. Ja, im Hintergrund faucht die Heißluftfritte. Braucht auch noch 10 Minuten, aber das ist mir jetzt wurscht. Ich hau jetzt das erste Mini-Flank vom Kalb mal drauf. Tja, und dann gucken wir, was passiert. Das werden wir jetzt von beiden Seiten schön angrillen. Und dann verspeisen, ob jetzt die Pommes fertig sind oder nicht. Also und hier achtet man genauso wie auf normalen Grill drauf, dass man es dann halt umdrehen, wenn sich's vom Rost lösen lässt. Ja, ein bisschen Farbe darf es schon bekommen. Also aufgedreht ist heute auf Maximum. Ja, und jetzt gucken wir halt einmal. Ja komm, da schmeiße ich das zweite jetzt auch gleich noch mit drauf. So, ja jetzt habe ich hier die Lüftung. Machen wir den mal aus. Dann ist es ein bisschen besser. Ja, ein schönes Branding wäre halt eine feine Sache. Schauen wir mal, ob man mit dem ein bisschen ein besseres erzielen. Ja, ich muss mich auch erst einmal zurechtfinden mit dem Teil. Circa 5 Minuten habe ich es vorgeheizt und mal gucken, ob das ausreicht. Dann sehen wir schon. In der Zwischenzeit habe ich meine Pommes hier fertig. Da haue ich jetzt bloß wieder Salz und Paprika drüber und fertig.
Fertig habe ich meine Pommes, so wie ich sie will. Ein bisschen jätschrig sind sie noch. War der erste Versuch mit Pommes in der Heißluftfritte. Heiß. Weiß ich Bescheid, das nächste Mal ein paar Minuten länger. Jo, was macht der Yoshi hier? Tja, eigentlich wäre der jetzt fertig. Er hat keine Farbe richtig bekommen. Ist schade drum. Aber das bekommt ein bisschen Farbe. Macht jetzt nichts. Dann werden wir den hier runterholen. Den fetzen. Und ja, probieren. Und schauen wir uns auf alle Fälle nachher dann auch noch an, wie das hier aussieht. Doch, das hat definitiv ein bisschen mehr Farbe. Ich habe jetzt auch die zweite Seite. Aber jetzt gehen wir erstmal rüber und probieren die erste Ladung. Ja, Freunde, hier grillt das Ding weiter. Hier haben wir das Flank. Obwohl, Salz tue ich da jetzt gar nicht extra drauf. Ein bisschen von dem Grillpfeffer. Also so blöd ist es ja jetzt gar nicht, wenn die Heißluftfritte da steht. Da haben wir hier eine schöne Erhöhung. Ja, durchgebraten ist es, durchgegrillt. Ja, Flank vom Kalb. So lecker ist es definitiv. Kann man echt nichts sagen. Die Pommes ist gut, ein bisschen lätschrig, aber gehen auch. Dann esse ich jetzt mein Fleisch, bevor es kalt wird. Und in der Zwischenzeit grillt es hier hinten ja fertig. Das schauen wir uns dann auch gleich noch an. Ja, dann würde ich mal sagen. Ja. Von unten nicht so schöne Röstaromen wie von oben. Macht jetzt gar nichts. Weil schmecken tut es auf alle Fälle. Pfeffer, Sägpfeffer oder Grillpfeffer. Da könnt ihr natürlich auch den nehmen, was ihr möchtet. Ja. Tja. Lecker, einfach lecker, anders kann ich es nicht sagen. Wieder ein absolut einfaches, leckeres Essen für mich schnell gemacht. Und jetzt esse ich erst einmal und dann sehen wir uns nochmal zum Fazit. So Leute, dann kommen wir jetzt noch zum... Aua, das Ding ist ja noch warm. Zum Fazit, den Severin Tischgrill werde ich das nächste Mal definitiv ein bisschen länger vorheizen. Das nächste Mal heißt morgen. Ja, da im Kühlschrank ist noch mehr Fleisch. Was anderes dieses Mal. Das Video kommt dann noch. Muss ich ja erst machen. Ja. Und dann gucken wir, ob wir da nicht doch ein bisschen mehr Röstaromen dran kriegen. Wäre schön. Ansonsten war es gegrillt, meines Erachtens nach, auch wenn es Elektrogrillen ist. Tut mir leid, wenn ich im Moment nur solche Sachen auf meinem Kanal zeige, aber tja, den Umständen entsprechend
schaue ich halt, dass ich trotzdem einen schönen, netten Content bringe. Und ja, ich denke, das ist mir bis jetzt ganz gut gelungen. Ich zeige auch leckere, ganz einfache Sachen für Einzelpersonen. Und ja, so geht es jetzt weiter. Und wie gesagt, wenn es schön ist draußen wieder, schaue ich ja mal, ob ich ein paar Plätzle finde für einen Klappo oder den Esbit, den anderen Grill. Ja, und dann grillen wir auf alle Fälle auch wieder mit auf Kohle. Ja, in diesem Sinne, nächstes Video wird auch wieder auf dem Severin stattfinden, mit ein bisschen Vorbereitungen. Und dann würde ich sagen, Leute, Däumchen nach oben, wenn es gefallen hat. Mir hat es gefallen, ich bin satt. Es war richtig lecker, total einfach und ja, schnell. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Wie gesagt, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo und Tschaikowski.